unserer Sicht im Widerspruch zu den Vereinsstatuten und zum Reglement stehen können. Einmal zitieren wir den Brief, den der Präsident von Kaufleute aktiv am 15. Juni an die Meraner Stadtverwaltung geschickt hat, wo er die Meraner Stadtverwaltung entbindet von der Einhaltung eines Vertrages, einer Vereinbarung, die die Gemeinde zur Zeit des höchsten medialen Wirbels um Kaufleute aktiv mit Kaufleute aktiv abgeschlossen hat, nämlich im März dieses Jahres, Ende März, 23. glaube ich, ja, wo sie den Kaufleute aktiv ein Exklusivrecht zur Gestaltung des Weihnachtsmarktes eingeräumt haben. Nun schreibt aufgrund der Wirren Kaufleute-Präsident Michel Frasnelli im Juni 2011 an die Gemeinde, dass er die Gemeinde von diesen Vereinbarungen entbindet, aber er schreibt einen weiteren Satz, der ein fast direkter Beweis dafür ist, dass sich die Vorstandsmitglieder Gelder für ihre Vorstandstätigkeit auszahlen haben lassen, nicht für Dienstleistungen, die Herr Sala oder Herr Wenter für den Weihnachtsmarkt erbringt, sondern für ihre Leistungen im Vorstand. Ich zitiere Herrn Frasnelli: Dass nach nunmehr 20-jähriger harter Arbeit und großen finanziellen Leistungen sowie privater Garantien uns vorgeworfen wird, wir hätten uns privat bereichert, spricht für sich. Wenn unabhängige Studien beweisen, dass der Verein Kaufleute aktiv Meran und mit ihm der Meraner Advent eine Umwegrentabilität von über 18 Millionen Euro jährlich für das gesamte Burggrafenland erbringt, so scheint eine steuertechnisch sowie rechtlich einwandfrei ausgestellte Consigliere Curi, ultimo minuto del primo quarto d'ora. Bitte? Ultimo minuto del primo quarto d'ora. E allora proseguo col secondo quarto d'ora. Prego. Sowie rechtlich einwandfrei ausgestellte einmalige Rechnung der Verantwortlichen für tatsächlich erbrachte Dienstleistungen doch wohl gerechtfertigt. Herr Frasnelli sagt also in dem Brief am 15. Juni, erstens eine Lüge, es sind mehrere Rechnungen ausgestellt worden, ich habe sie vorher aufgezählt, ich habe sie auch da, aber er sagt direkt, dass das wohl gerechtfertigt ist, wenn sich die Verantwortlichen für Dienstleistungen Gelder auszahlen. Wir kommen jetzt aber zu einem weiteren Punkt, der uns sehr bedrückt, und das ist die Frage der Parteienfinanzierung. Also wir haben bei der Durchsicht der Rechnungen, die von der Gemeinde Meran akzeptiert wurden, um Beiträge auszuzahlen, ja, unter anderem eine Rechnung gefunden an der Firma Limitis, in der eine Wahlkampf-Homepage für Frau Siebenfercher, zwei sind, einmal Wahlen Meran und einmal Meran Wahlen, abgerechnet wurde. An und für sich, denke ich, ein gravierender Tatbestand. Und Frau Siebenfercher, Sie mögen mir verzeihen, wenn ich Ihre Argumentation nicht nachvollziehen kann, wenn Sie auf den geringen Betrag hinweisen. Es geht hier nicht um den Betrag, es geht um den Tatbestand, dass ein von der öffentlichen Hand massiv unterstützter Verein ab 2003 bis 2009 an die 600.000 Euro Wahlkampf-Homepages für Verwalter macht, ja, und die Rechnung für den Weihnachtsmarkt bei der Gemeinde abrechnet. Ich halte das moralisch für gravierend. Und wenn wir da weiter schauen, wir haben hier in dem Text noch Ihre Aussagen und die Aussagen von Herrn Frasnelli im Corriere dell'Alto Adige zitiert. In Wirklichkeit können wir jetzt eigentlich sagen, dass auch hier wieder Herr Frasnelli selber viel deutlicher spricht, als wir es sprechen, nämlich in seiner Pressemitteilung, die er vor kurzem gegen uns geschickt hat, in der er ganz einfach sagt, ich zitiere: Die Grünen haben den Weg der Sachlichkeit schon längst verlassen. Ihre Wortmeldungen bedeuten bereits eine öffentliche Vorverurteilung. Nur weil der Verein die Wahlwerbung von Frau Heidi Siebenfürcher unterstützt hat, wird auch gleichzeitig deren Rücktritt gefordert. Die angefallenen Kosten für die Wahlunterstützung, und wir wissen nicht, diese oder andere auch,
wir nehmen an, auch andere auch, sind wie üblich in einer transparenten Buchführung aufgelistet worden. Also hier sagt Herr Frasnelli selber, dass die Wahlkampfunterstützung des Vereins Kaufleute aktiv für in diesem Fall Frau Heidi Siebenfürcher, vielleicht auch für die gesamte SVP-Wirtschaft, wir können das nicht nachprüfen, aber wir sind dabei, das nachzuprüfen, ja, dass das ordentlich verbucht worden ist. Es ist so ordentlich verbucht worden, dass bereits auch die Rechnungen direkt bei der Gemeinde abgegeben wurden zur Dokumentation der Kosten. So, aus all diesen Gründen, die wir sagen, und diese Fakten sind natürlich aus unserer Sicht gravierend, fordern wir und wir, ich rede im Namen der gesamten Opposition, jetzt eine politische Überprüfung durch die Mehrheit der vorgelegten Dokumentation aller Bezuschussungen des Vereins Kaufleute aktiv. Aber worauf untersuchen? So wie wir es halt auch getan haben, in mühevoller Kleinarbeit. Sind die Rechnungen projektbezogen, ja oder nein? Sind die zum Beispiel hohen Beratungskosten, sind zum Beispiel die hohen Essenskosten, sind zum Beispiel die hohen Reisekosten und so weiter, alle immer strikt im Zusammenhang mit der Organisation des Weihnachtsmarktes? B. Die Überprüfung der Einhaltung der Gemeindeordnung, der Beitragsgewährung und die Einhaltung des Statutes der Vereins. Und nicht, weil uns der Verein etwas angeht. Der Verein kann seine Statuten brechen, solange er will und mag, wenn kein Vereinsmitglied sich daran stößt. Aber in dem Augenblick, wo ein Verein das Statut abgibt und sagt, es macht wertvolle Arbeit im Bereich Gesellschaft, Kultur, und macht danach Parteienfinanzierung, hat es das Statut verletzt. Und insofern ist der Verein aus dem Verzeichnis der beitragsbezuschussenden Vereine zu streichen. Weiters ersuchen wir die Mehrheit, die Endabrechnungen zu überprüfen, nämlich ob das, was Kaufleute aktiv eingereicht hat bei der Gemeinde, wir haben genau die Liste, wie viel Defizit immer vorgewiesen wurde, ob das dem tatsächlichen Vermögensstand des Vereines entspricht. Uns liegen Unterlagen vor, dass der Verein bereits in den Jahren, wo er bei der Gemeinde mit hohem Defizit angesucht hat, eine satte Gewinne geschrieben hat. Also ich denke, das ist zu überprüfen, wenn ich meine öffentlichen Gelder so einsetzen will, dass sie zielführend verwendet werden. Insbesondere auch zu prüfen, ob der bezuschusste Verein Mittel direkt oder indirekt für die Finanzierung von parteipolitischer Tätigkeit der SVP bzw. Flügel bzw. Einzelpersonen verwendet hat. Einen Corpus Delicti haben wir bereits hingewiesen. Es ist die Rechnung für die Homepage von Frau Siebenfürcher. Der Gemeinderat beauftragt den Ausschuss weiter, bei etwaiger Feststellung von Übertretungen bezüglich der oben genannten Punkte neben den allfällig rechtlichen Schritten die Beiträge zu widerrufen, im Selbstschutz nehme ich an, und zurückzufordern. Und sollten Verletzungen des Vereinsstatuts vorliegen, wie wir annehmen, ist der Verein aus dem Verzeichnis der beitragsberechtigten Vereine zu streichen. Über diesen Sachverhalt hätten wir gerne innerhalb eines Monats einen detaillierten Bericht, und zwar einen politischen Bericht. Ich sage gleich, dass wir uns nicht zufrieden erklären, wenn die Herren und Damen der Mehrheit jetzt sagen, warten wir, was der Staatsanwalt tut, warten wir, was der Rechnungshof tut. Und ich denke, das ist gut, dass wir das abwarten. Aber wir sprechen hier im ausgesprochen politischen Interesse, im Namen jener Leute, die uns das Vertrauen geschenkt haben, die sagen, dass es dem strafrechtlichen Vergehen natürlich auch eine politische Verantwortung gibt. Eine Frage der Transparenz, der Gerechtigkeit der Beitragsvergabe und logischerweise der Kontrolle und der Einhaltung von Regeln, was das Mindeste ist. Und wir reden in diesem Sinne. Und deshalb bitte kommen Sie mir nicht mit der Tour, wir warten jetzt, was die Staatsanwaltschaft festsetzt. Die wird die strafrechtlichen Vergehen
wenn sie vorliegen, aufdecken. Wir reden hier von politischer Säumigkeit. Ein letztes noch. Die Beitragsvergabe, das Reglement der Beitragsvergabe ist natürlich neu zu ordnen. Bereits die widersprüchliche Begriff im Italienischen, was vorzulegen ist, Bilancio Consuntivo auf Italienisch und auf Deutsch Endabrechnung, ist einmal zu klären. Aber was uns wichtig erscheint, ist, dass Beiträge das detailliert aufzählen, wofür sie gegeben werden und anschließend auch detailliert kontrolliert wird, ob die Beiträge für diese Zweckbindung verwendet wird. Ungefähr so macht es das Land. Beziehungsweise, dass bei der Beitragsvergabe auch eine Abrechnung oder eine Jahresbilanz beziehungsweise eine Vermögens- und Wirtschaftssituation der ansuchenden Körperschaft beigelegt werden muss. Es geht nicht an, dass hier Vereine wie hier parallel Gewinne ausschütten an die Vorstandsmitglieder und anschließend dann Defizit als Defizit ansuchen, dass sie weitere Bezuschussung bekommt. So, hier haben wir auch eine Frist festzusetzen, dass dieses Reglement innerhalb dieses Jahres neu zu verabschieden ist. Und da bieten wir sofort unsere Mitarbeit an. Wiederhole noch einmal, diesen Antrag trägt die Unterschrift aller Oppositionellen hier im Gemeinderat. Er ist, denke ich, so geschrieben, dass hier keine Vorverurteilungen sind, sondern nichts anderes drin als liebe Politik der Mehrheit, ihr habt die Aufgabe, politisch das zu kontrollieren, wälzt nicht, wie ich an dem Interview gelesen habe, die Verantwortung auf die Beamten ab. Das ist unredlich. Ihr habt hier die politische Verantwortung und unterscheidet zwischen strafrechtlichen Untersuchungen und zwischen Untersuchungen des Rechnungshofs und zwischen und Forderungen der Stadt. Und ich denke, wir können uns tatsächlich hier zum Stimmführer vieler Menschen in der Stadt machen. Räumt endlich auf. Grazie, Consigliera Curi. Grazie, Consigliera Curi.